Im Prozess Epic gegen Apple ist ein Urteil gefallen, die Nintendo Switch wird günstiger und Life is Strange bekommt aus China haufenweise schlechte Bewertungen. Ich bin Natascha und das sind die News. Diese News werden euch präsentiert von NordVPN, eurem Partner für sicheres Internet. Geht auf nordvpn.com/gamestar oder nutzt den Gutschein GAMESTAR, um euch riesige Rabatte auf das 2-Jahres-Paket sowie ein Bonusgeschenk zu sichern. Im Prozess Epic Games gegen Apple ist ein Urteil gefallen, beziehungsweise gleich mehrere. In 9 von 10 Anklagepunkten entschied das Gericht für die Haltung des Klägers. Entsprechend muss Apple in Zukunft alternative Bezahlmethoden für Apps und Spiele auf den eigenen Plattformen zulassen. Das Unternehmen hat 90 Tage Zeit, um diese Änderung umzusetzen. Es wird Apple dauerhaft untersagt, Entwicklern zu verbieten, in ihre Apps und deren Metadaten Schaltflächen, externe Links oder andere Handlungsaufforderungen aufzunehmen, die Kunden zu Kaufmechanismen leiten, und zwar zusätzlich zum In-App-Kauf und zur Kommunikation mit Kunden über Kontaktpunkte, die diese freiwillig durch die Registrierung ihres Kontos innerhalb der App erhalten, sagt das Urteil. Abgewiesen wurde dagegen der Vorwurf, Apple würde ein Monopol nutzen. Es sei kein Kartelldelikt, entschied das Gericht. Apple könne auch weiterhin einschränken, welche Shops auf der Plattform zulässig sind und welche Anbieter überhaupt Projekte für ihre Systeme umsetzen dürfen. Fortnite wird entsprechend vorerst wohl nicht zurückkommen dürfen. Auch auf die Forderung Epics hin, die Accounts entsprechend der Gesetzesänderung in Südkorea wieder freizugeben, sagte das Unternehmen schlicht nö. Wir würden die Rückkehr von Epic in den App Store begrüßen, wenn sie sich an die gleichen Regeln halten wie alle anderen, heißt es gegenüber Reuters in einem Statement. This power is ours and ours alone. We shall prevail. Die Nintendo Switch nähert sich in großen Schritten Platz 6 der meistverkauften Konsolen aller Zeiten und überholt wohl demnächst die Nintendo Wii, die bisher Nintendos meistverkaufte Heimkonsole war. Inzwischen sind mehr als 90 Millionen Exemplare verkauft worden und es könnte sein, dass es da, sofern denn das Angebot da ist, demnächst nochmal einen ziemlichen Sprung geben wird. Denn die Nintendo Switch wird erstmals seit ihrem ursprünglichen Release im März 2017 günstiger. Gerüchte dazu gab es schon am Wochenende, nun wurde der Preis im offiziellen Nintendo Store tatsächlich angepasst. Die klassische Switch mit grauen oder blauen und roten Joy-Cons wurde von rund 330 auf gerade unter 300 Euro reduziert, also um 30 Euro. Auf der Webseite eines französischen Händlers ist der Preis sogar auf 270 Euro gesunken. Die neue OLED-Switch, die am 8. Oktober erscheinen soll, kostet rund 350 Euro. Vor ein paar Tagen erschien Life is Strange True Colors. Bei den meisten Fans und Kritikern kommt es ziemlich gut an. Auf Metacritic steht die Wertung derzeit auf 85, GameStar vergab eine 82 und lobte dabei vor allem Story und Atmosphäre des Spiels. Doch es gibt auch haufenweise Minimalbewertungen, die vor allem von chinesischen Spielerinnen und Spielern kommen. Im Spiel gibt es nämlich einen kleinen Laden, der Treasures of Tibet heißt und über dessen Eingang eine tibetanische Flagge hängt. Diese Flagge ist unter anderem ein Symbol für den Kampf um Unabhängigkeit von China und ihre Darstellung ist in China nicht nur nicht gerne gesehen, sondern sogar verboten. Denn nach chinesischer Überzeugung ist Tibet ein Teil des Landes und kein eigenständiger Staat. Diese Meinung vertreten auch die Leute, die das Spiel nun mit negativen Bewertungen bombardieren. Einen ähnlichen Fall hatten wir zum Beispiel auch beim Horrorspiel Devotion, das von einem taiwanesischen Studio entwickelt wurde. Dort hat das Reviewbombing sogar dazu geführt, dass es von Steam verschwunden ist und bis heute nur über den eigenen Store vertrieben werden kann. Oh mein Gott! Crunch, also übermäßige Überstunden, viel Druck und lange Arbeitszeiten über Wochen hinweg sind leider in der Gaming-Branche nicht unüblich. Wir hatten in den vergangenen Monaten, inzwischen Jahren, immer wieder darüber gesprochen. Auch oder vor allem große Produktionen sind nicht davon verschont. Ein Beispiel hierfür ist Cyberpunk 2077. Um das Spiel auf den Markt zu bringen, musste ein großer Teil der Angestellten viel mehr Arbeit leisten. Aber es gibt auch positive Beispiele. Firmen, die sich viel Mühe geben, die Work-Life-Balance ihrer Angestellten unter Kontrolle zu halten und ihnen viel Zeit für Erholung zu ermöglichen. Dabei haben wir zum Beispiel bereits Supergiant Games genannt, das Studio hinter dem Roguelike-Hit Hades. Dort wird streng auf die Einhaltung der Arbeitszeiten geachtet und es gibt eine Anzahl an Tagen, die jeder Angestellte Urlaub nehmen muss.
Auch Young Horses, die als letztes Bugsnax für die PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC veröffentlicht hatten, arbeiten an einem neuen Modell, um die Qualität der Arbeit und die geistige und körperliche Gesundheit ihrer Angestellten zu gewährleisten. Im Juli hatte das Team aus 8 Leuten die Produktion komplett auf 4-Tage-Woche umgestellt und die Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden reduziert. Co-Gründer und Geschäftsführer Phil Tibitoski spricht positiv über die Veränderungen, gibt aber zu, dass es für ihr Team natürlich einfacher war, weil sich ihre Arbeitszeit und ihre Ergebnisse leichter messen ließen. Außerdem wurde die Wochenarbeitszeit im Vergleich zu vorher nur um 3 Stunden reduziert. Auch mit einer 35-Stunden-Woche hatten sie keine Einbußen in ihrer Produktivität festgestellt. Zahlreiche Studien belegen immer wieder, dass reduzierte Arbeitsstunden sich positiv auf die Qualität der Arbeit auswirken und mehr Stunden nicht automatisch bedeuten, dass man auch mehr Arbeit schafft. Auch Crunch führt dazu, dass Arbeitsstunden für das nächste Projekt oft falsch berechnet werden, wodurch oft wieder Zeitdruck wegen zu enger Fristen entsteht. Hoffen wir, dass auch einige der großen Unternehmen sich ein Beispiel am Erfolg der kleineren Studios nehmen. Can we talk about something else? Und wir gehen noch einmal vor Gericht. Ihr erinnert euch an Hashtag A Day of Twitch Anfang diesen Monats. Zahlreiche Streamerinnen und Streamer hatten ihre Streams einen Tag lang ausgemacht, um Twitch darauf aufmerksam zu machen, dass es ein großes Problem mit Hate Raids und Follow-Bots gibt. Nun hat Twitch 2 Personen, die als Urheber von Hate Raids identifiziert wurden, angeklagt. Offenbar handelt es sich dabei um jemanden aus Österreich und jemanden aus den Niederlanden. Die Accounts waren natürlich sofort suspendiert und permanent gesperrt worden, aber beide hatten wiederholt neue Accounts erstellt und weitergemacht. Die Hate Raids bestanden üblicherweise aus einem Haufen Bots, meist wurden Streamerinnen und Streamer aus marginalisierten Gruppen attackiert und die Bots spammen sofort Hassbotschaften in den Chat. Mit der Klage will Twitch eine rechtsverbindliche Verfügung erwirken, die beiden verbietet, die Dienste des Unternehmens zu verwenden und anderen dabei zu helfen, Hate Raids zu starten. Außerdem geht es um Schadensersatz, die Übernahme der Anwaltsgebühren und mehr. Warhammer 40k Eternal Crusade ist nicht mehr spielbar. Auch dann nicht, wenn ihr das Spiel für echtes Geld gekauft habt. Am 10. September wurden die Server des MMOs endgültig geschlossen, heruntergefahren und abgeschaltet. Nur 5 Jahre lang lief das Spiel, jetzt ist es vorbei. Und auch wenn die Spielerschaft viel Kritik für Eternal Crusade übrig hatte, Versprechen wurden nicht eingehalten, kein zweites Planetside, insgesamt einfach nicht so geil, wir haben damals zum Beispiel nur eine 40 vergeben, sind sie jetzt natürlich sauer. Denn da es keine privaten Server gibt, ist es einfach nicht mehr spielbar. This place must be destroyed. Yes, sir. So schwer die PlayStation 5 auch zu bekommen ist, ihren Vorgänger PlayStation 4 hat sie als am schnellsten verkaufte Konsole inzwischen eingeholt. Jeder will sie haben. In Japan hat die Konsole nun die 1-Million-Marke geknackt. Weltweit sind es schon über 10 Millionen Geräte, wie wir bereits im Juli berichtet hatten. Die teurere Version mit Disklaufwerk verkauft sich dabei rund 5-mal so häufig wie die rein digitale Version. Obwohl Sony einige Anpassungen an der Hardware vorgenommen hat, sind sie der Nachfrage weiterhin lange nicht gewachsen. Es wird geschätzt, dass die Engpässe noch weit in 2023 hinein anhalten werden. Trotzdem geht es weiter steil bergauf. Marktanalysten schätzen, dass bis 2024 über 67,3 Millionen Exemplare über die Ladentheke gegangen sein werden. Damit würde sie dann bereits auf Platz 13 der am besten verkauften Konsolen aller Zeiten sitzen, direkt hinter der Nintendo 3DS-Familie und vor dem NES. Und das war's wieder mit den News für heute. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von uns sehen wollt, dann wie immer abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke in der Hoffnung, dass nichts mehr zu verpassen ist. Wie zum Beispiel unser Deathloop-Testvideo oder unsere kleine Preview auf das Dead Space Remake. Wir sehen uns morgen wieder und bis dahin wünsche ich euch ganz viel Spaß und guten Loot.